So, zurück gegen Irland. Unseren ersten Gegner und die Defensive ist voll. Besser kann die Defensive nicht sein. Wir spielen mit 4 Stürmern. Einer davon wird Cecil sein. Der wird allerdings von der anderen Seite kommen. Ja. Gut. Und es geht gleich hervorragend los. So, wir schießen das erste Tor. Das ist übrigens die einzige Technik, mit der diesen verpissten Hurensohn von einem Torwart ausschalten können. Entschuldigung, dieses Wort, ich weiß nicht, ob ich es auspiepen kann. Ich bin auch gerade reichlich frustriert, weil ich, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben seit langer Zeit auch noch gegen diese Spastis verloren habe. Was ich euch natürlich nicht antue, warum soll ich Spiele doppelt zeigen, das wäre ein bisschen scheiße. Ich habe mich da sehr gut angestellt, ich habe selber toll gehalten, die haben 2 Tore geschossen, die nur gefallen sind, weil ich 2 Spieler gleichzeitig gesteuert habe, mein Torwart plus einen Feldspieler, was natürlich verheerende Folgen hat, denn du kannst dann mit deinem Spieler nicht mit deinem Torwart nicht gescheit springen, denn alle beide machen die gleiche Aktion, somit alles für den Arsch. So. Also wollen wir hoffen, dass wir mit 4 Stürmern, das ist einer mehr, der nach außen gehen kann oder ausweichen kann, das jetzt hier gebogen kriegen. Die stehen anscheinend, ich weiß nicht, mit was für einer Aufstellung die spielen, ich habe da nicht drauf geachtet, aber irgendwie kommt es mir vor, als wenn sie mit der Aufstellung 10 spielen. 10 hinten drin, weil sie nämlich behinderte, kleine, blasse Weicheier sind, die nichts haben als einen starken Torwart und die ich jetzt gerne mal umschrubben möchte, um Rot zu kriegen, was mich aber weniger interessiert. Denn Abwehr und so, ne? Brauche ich nicht. Oh, ich weiß auch gar nicht, wie viele rote Karten man kriegen kann, um ehrlich zu sein. So, zweites Tor. Geht doch. Wie gesagt, also die haben in den Maßen, haben die teilweise weniger als ich. Natürlich ist das bei denen die Laufkraft, höher. Aber ansonsten nichts. So, der Sechser ist zum Schrubben da, oder wie war das? Oder war das meine Spieler sind alle zum Schrubben da? Ja, siehst du, da musste sogar er mal versuchen zu parieren. Wahrscheinlich hat er es noch nicht geschafft, weil sein behinderter alter Abwehrspieler mit im Weg stand. Naja, jedenfalls läuft es jetzt gerade mal. Ich weiß nicht, woran das liegt. So,
Haben wir da noch ein paar? Ja, es gibt Abwehrspieler, die da noch stehen. Wir blockieren uns nicht selber, das werde ich nämlich blöd finden. Alter, und die kriegen mich hier. Ich könnte brechen. Das ging eben schon so. Ich bin kaum mit irgendwas durchgekommen. Also die müssen mit einer abgefuckten Aufstellung spielen. Oh, und der Ersatzspieler schießt ein Tor, ist ja toll. Und es ist sogar noch reichlich Zeit in der ersten Halbzeit. Das ist hart. Und so viele Fehlpässe. Und ich kann noch nicht mal mit Zickzack laufen. Das war früher, als ich das gespielt habe, auch immer ganz normal, dass du mit Zickzack laufen dem Gegner irgendwie entkommen kannst. Egal, wie schnell der ist. Ich habe gerade gar keinen Plan, wie ich das gegen die starken Gegner machen soll. Na gut, rausgetreten den Ball. Alter, ich drehe gleich ab. Ich bin echt richtig geladen. Das kennt man wahrscheinlich nicht von mir, aber... Mann, oh Mann. Von mir kann mich jeder fertig machen. Aber keine blassen Weicheier. Ich weiß, wie sind die auf Irland gekommen, diese behinderten Penner-Programmierer? Goalkick, das ist in Ordnung. Wir gehen mal von hinten raus. So, ja, so müsste das eigentlich laufen. Ja, und dann endet es so. Ich sehe schon wieder kommen, dass es scheiße wird. Ich sehe schon wieder kommen. Oh. Ja, und da habt ihr das eben wieder gesehen. Ich schieße mit dem Spieler und gleichzeitig springt der Torwart. Das ist ein riesiges Problem. Oh, meine Güte. Ja, echt gar nichts. Das ist doch nicht wahr. Verpiss dich, du Wichser. Ich sehe mich schon nach dem Kamerun-Spiel echt. So, jetzt habe ich meinen Torschuss geschafft. So ganz zur Abwechslung. Mann, geh doch weg. Ich glaub's nicht.
Das ist doch alles nicht wahr. Das ist nicht wahr! Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Laufen wir auch alle kreuz und quer, wie sie wollen. Ich habe wirklich keine Chance. Ich fasse es nicht. Kann ich auch gleich hier stehen bleiben. Das ist doch nicht wahr. Ja, tut mir leid, ich bin jetzt... Ich schweige still. Ich habe keine Ahnung. Ich versuche das hier irgendwie über die Zeit zu bringen. Jawoll, du Scheißfresse. Du Scheiße, ey. Alter Schwede! Oh! Meine Fresse! Leute! Ey! Also wenn, tut mir leid, wenn das jetzt außer meiner Laune nicht spannend war, das weiß ich nicht. Was spannend ist. Und ihr müsst zugeben, ich habe dieses Spiel einwandfrei gehalten. Alles klar, ich muss erstmal Luft holen, dann sehen wir uns gleich wieder.